Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 6. November, dem ersten Freitag im November. Und was heißt das? Natürlich, die Non-Farm-Payrolls stehen an und das ist ein wichtiger Tag für sämtliche US-Dollar-Pairs, da natürlich hier Nachrichten aus dem US-Arbeitsmarkt kommen. Und hier, das hier wiederum immer wieder ein Angelpunkt, ein Dreh- und Angelpunkt für die Notenbankpolitik ist in Sachen Zinsanhebung oder nicht. Meine persönliche Meinung ist eben die, dass wenn überhaupt Zinsanhebungen kommen, die sehr marginal ausfallen, aber ich denke, das wird weiter auf die lange Bank geschoben. Auch wenn es zuletzt wieder Andeutungen gab nach dem Motto im Dezember, könnte es vielleicht so sein, alles ein bisschen verklausuliert. Grundsätzlich aber hier der Euro-US-Dollar, den wir uns heute anschauen wollen, hier seit Mitte Oktober in einem ganz klaren Abwärtsmove. Wir hatten damals auch hier noch nach wie vor umkreist auf das Pattern, auf das Candlestick-Pattern, Bearish Engulfing hingewiesen. Und ich sag mal, der, der den Mut hatte, hier nach diesem Pattern einzukaufen, wurde bislang mit Sicherheit reichlich gesegnet an Sachen oder in Sachen Pip-Performance. Die Frage ist natürlich nunmehr, wie geht es jetzt weiter hier in der Geschichte? Wir sind jetzt aktuell mit dem gestrigen Tief an dieses Level rangelaufen, was hier 1,082 plus minus ein paar Pips ausmacht. Aber genau dieses Niveau diente eben, und da reden wir hier von den Kursgeschehnissen seit Anfang des Sommers, hier immer wieder als Unterstützungszone, ja, als klares Unterstützungslevel. Und zuletzt hatte ich hier schon einen Gegenmove gesehen. Sie sehen hier den schematischen Verlauf. Ja, wir sind nach unten gelaufen, obgleich ich mir hier eher einen schönen Pullback in Richtung 1,1155 gewünscht hätte. Doch wir sind hier nicht im Wunschkonzert, aber grundsätzlich wäre das ergo eine schöne Ausgangssituation gewesen, um sozusagen hier mit dem Markt im Einklang einen Short zu finden, der hier technisch sehr schön ableitbar gewesen wäre, um dann praktisch hier das Level, wo wir jetzt praktisch schon rangelaufen sind, schlussendlich zu touchieren. Wie gesagt, der Weg erfolgte direkt und deswegen machen wir den Fall mal ein Stück weit passender. Sie sehen, es gab gar keine nennenswerte Erholungsbewegung, und wenn, dann kann man hier vielleicht diesen kleinen Impuls mal dazu nehmen. Machen wir das mal so. Hier diesen ist aber dann schon sehr, sehr gewollt in Anführungszeichen. Jetzt stehen wir im Prinzip hier und die Gretchenfrage, um die sich natürlich dreht: Was passiert jetzt hier? Faktisch kann alles passieren. Wir haben natürlich die Situation, dass heute mit den Non-Farm-Payrolls im Prinzip der Euro, je nachdem, wie die vom Markt wiederum aufgenommen werden, hier einen Erholungsschub sehen kann, also von diesem Unterstützungslevel ausgehend. Das wäre hier dann kurzfristig sicherlich ein Kaufsignal, kurzfristig ein Argument, den Euro gegenüber dem US-Dollar long zu traden. Fallen wir allerdings hier unter das Level von 1,082 zurück, hier das Tief 1,0819 vom 27.05. beziehungsweise hier das Tief vom 20.07. bei 1,089. Also geht es unter dieses Level zurück, dann hat man sicherlich die Problematik, dass dann der Weg in Richtung Mehrjahrestief hier im Bereich 1,046,2 in Anführungszeichen geebnet ist. Davon muss man ausgehen, davon darf man ausgehen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass der Markt im Prinzip genau dieses vollzieht. Wenn wir hier drunter fallen, dann könnte sich im Prinzip hier, wenn es denn so weitergeht, ein Pullback andeuten. Ich stelle das mal schematisch dar. Wir machen das mal so. Moment, Bear Steps. Jetzt nehmen wir noch mal neues Fenster. So. Also technisch, wie gesagt, wäre das möglich im Sinne eines neuen Moves. Und Euro-US-Dollar sieht eindeutig angeschlagen aus. Also es dürfte mittelfristig weiterfallende Preise gehen. Oder aber das wäre eine Option im Sinne dessen, dass wir dann mit einer zwischen vorgeschalteten Konsolidierung praktisch weiter auf Richtung Jahrestiefs, Mehrjahrestiefs Kurs gehen. So mal die Option. Rein technisch wäre Euro-US-Dollar erst, ja, oberhalb von 1,1155 wieder leicht bullisch zu werden. Unterhalb dieses Niveaus ist alles, was sich hier abspielt, rein korrektiv zu werden. Und daran ändert auch leider, in Anführungszeichen, Sie haben es vielleicht am Anfang schon gesehen, leider auch die vorausliegende bullische Saisonalität nicht viel. Das heißt, der Umstand, der bärische Umstand ist weiterhin intakt und es sieht jetzt nicht wirklich so aus, als hätte der Markt jetzt hier die großen Ambitionen, sich an diese Saisonalität, an diese Blaupause der Saisonalität zu halten. Das muss man leider unterstellen, das muss man leider interpretieren. Der Markt hat hier sicherlich Chancen, hier im Sinne der Saisonalität möglicherweise eine Erholung zu erfahren, aber dass das hier zur großen Umkehr reicht, schwierig. Wir haben zudem im Dezember eben auch die EZB,
mit Neuausrichtungen in Sachen Zinspolitik. Da wird es wahrscheinlich eine Fortsetzung und Vergrößerung des QE Europe geben. Also insofern die Rahmenbedingungen für den Euro weiter schlecht, spricht er dafür, dass wir eben hier eine mittelfristige weitere Schwäche sehen. So viel zum Euro. Der ist weiter im Sturzflug, im Taumelflug. Und gehen wir mal in den Intraday-Bereich, was wir da heute zu sehen haben. Vor den Non-Farm-Payrolls immer wieder natürlich hot im Sinne dessen, dass der Markt immer mal wieder Fakes antäuscht. Es ist heute Nachmittag von einer größeren Volatilität auszugehen. Starke Ausschläge müssen einkalkuliert werden. Auch eine Spread-Ausdehnung natürlich, das ist ganz normal, wenn die Preise von Unsicherheiten geprägt sind. Und vom Wochentag selber her, heute hier der Freitag, einigermaßen in einem positiven Bias, einigermaßen wie gesagt, denn das könnte durchaus besser aussehen, tut es aber nicht. 48% positive Schlusspreise. Ist eine Pattsituation, Münzwurf, und im Endeffekt muss man dann jetzt hier die Situation weiter bewerten, wie der Markt dann letztlich hier aus dem Handel rausgeht. Und insofern ist es jetzt wichtig, dass der Markt hier heute eine Entscheidung trifft, also entweder Abprall von 1,082 nach oben oder neues Verlaufstief, was unterhalb von 1,082 sicherlich hier einen bärischen Beigeschmack hätte. Euro-US-Dollar heute selbst hier von der Range her gerade mal 31 Pips. Sehen Sie auch hier, Vortageshoch, Vortagestief. Wir sind so ein Stück weit, haben versucht, hier das Vortageshoch anzulaufen. Das ist hier ein leichter Widerstandsbereich. Unterhalb dessen, ja, dürfte es jetzt hier wild hin und her gehen zwischen Vortageshoch und Vortagestief. Gibt es hier einen Ausbruch auf der Oberseite? Okay, dann darf es noch ein Stück weiter höher gehen, aber Preise über 1,10, ja. Das muss man sehen, das wird sicherlich, wenn dann heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag, das werden sicherlich heute Nachmittag die Non-Farm-Payrolls liefern. Aber ansonsten würde ich jetzt hier erstmal diese Seitenlinie bevorzugen. Und je nachdem, wo sich der Euro dann hinentscheidet in den nächsten Stunden, Schrägstrich heute Nachmittag, dann für die kommenden Wochen eine Ausrichtung suchen. Rein technisch, wie gesagt, hier auf Tagesbasis mal das gezeichnete Bild. So könnte ich es mir vorstellen. Es gibt jetzt am Unterstützungslevel eben zwei Optionen, die man spielen kann. Warten wir mal ab, was heute für eine Entscheidung fällt. Wie gesagt, die Spannung ist groß, höhere Volatilität immer zu erwarten. Und insofern drücke ich Ihnen mal die Daumen auf das, was heute Nachmittag kommen wird. Bleiben Sie an den Schirmen, wenn Sie Intraday traden. Bleiben Sie gespannt. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Devisenradar 9:30 Uhr. Dann auch wieder Webinar und auch am Freitag das Exklusivwebinar JFD Insight, nämlich dann mit dem Thema Handeln. Aber erfolgreich. Wie kann man es machen? Das, wie gesagt, wird es dann in der kommenden Woche geben. Ich sage jetzt erstmal Danke fürs Dabeisein. Hier jetzt erstmal Ihnen schon mal vorab ein schönes Wochenende. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.